Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch wieder mal jemand ganz Besonderes in meinem Freundeskreis vorstellen. Der Michel, ein wirklich sehr guter Freund, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren noch aus den ganz, ganz wilden Zeiten. Der wirklich ein Wahnsinnsprojekt am Start hat, der ist nämlich der Erfinder der legendären Hobbit-Wägen. Und was genau das ist und wie die aussehen, das zeige ich euch jetzt. So, so sieht die Kiste hier von außen aus. Absolute Knaller. Jetzt gehen wir gleich mal rein. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Soweit ich weiß, gebaut ist die Kiste für einen Kindergarten, richtig? Waldkindergarten. Waldkindergarten. Da hinten steht er, mein Kumpel. In Düsseldorf. Müller, sag mal hallo. Peace. So Leute, guck ich das mal an. Ist das geil, oder? Der Typ spinnt doch. Was der hier macht, schau dir das mal an, unglaublich, dreht durch, ist das geil. Waschbecken in dem Fall. Okay, richtig geiler, mit Holzofen. Stehhöhe, rund wie eine Cola-Dose das Ding hier. Wie lang ist der? 10 Meter. 10 Meter der Wagen an sich, Wahnsinn. 10 mal 3. 10 mal 3 Meter, das ist ja auch süß hier. Das ist ja der Hammer. Was ist hier drin, so eine kleine Küte? Klo? Kompostklo. Nee. Ne? Kannst du auch mal mit Regal anrufen? Kompostklo, Leute. Ah, hier drehen. Geht nach innen auf. Erstes Kompostklo, was ich sehe. Schaut euch das mal an. Ich drehe durch. Ey. 100 Jahre alt. Wahnsinn. Ist das geil. Und hier hinten noch immer noch was oben drauf gesetzt. Also hier Liebe zum Detail, sage ich nur. Ein Wickeltisch. Ein Wickeltisch, Leute. Schaut euch das an. Wahnsinn! Und damit die Leute hier schön nicht den Windeldreck, den wir da haben. Ach was. Abwasser und Windeleimer. Und obergeil. Für Platz. Überall noch Stauraum drin. Überall alles offen. Bis ganz hinten. Die gehen bis ganz hinten durch, alle Fächer. Ist genau das hier. Geil. Ja, noch wirklich schöne Hölzer verwendet. Ah ja, geil. Wahnsinn, Wahnsinn ist das eine geile Kiste. So, ich muss nochmal eine kleine Aufnahme machen, mal wirklich diese Details, die er hier eingebaut hat, überall. Hier über der Klo ist noch ein schöner Halbedelstein drin. Das ist der Notausgang hier, übrigens Leute, hier mit einer Notrutsche. Also wirklich alles auf TÜV abgenommen hier. Wie gesagt, hier oben ein wunderschöner Stein über dem Bett. Das drehe ich gerade durch, ey. Das ist unglaublich. In der Wickeltisch im Detail, hier ist mein Herzchen, schau ich das mal an. Ist das der Hammer, oder? Hier oben habe ich jetzt erst geschnallt, das ist die Beleuchtung, dieser Knorzen, der hier durchgeht. Also wirklich, ist sowas von schön gelöst, alles hier. Und dann auch das hier, muss ich auch mal kurz aufmachen. Also hier ist mal fürs Waschbecken. So, also wunderbar, wir hocken hier im Hobbitwagen für den Waldkindergarten. Hier sitzt er, Michael, mein guter alter Freund. Aber was ist denn das Besondere an so einem Wagen? Was macht denn aus, den Hobbitwagen? Ja, die runde Form. Außergewöhnlich die Form eben, die runden Fenster rund in rund einfach. Und halt die Verarbeitung, also von hochwertigen Bio-Dämmmaterialien alles. Sehr hoch gedämmt, sehr hochwertig. Also ich schaue da drauf, dass es halt eben Holz, Dämmung, Fahrwerk, alles aus der Region herkommt, sag ich mal, produziert wird. Wer kauft denn die Dinger? Wer sind deine überwiegenden Auftraggeber? Also im Moment sind es überwiegend Waldkindergärten. Mhm. Gibt natürlich Hotels, was gibt es noch? Viele Privatpersonen, was ich abgefahren finde. Also das ist echt der Hammer. Ich habe sehr viele Anfragen von älteren Menschen, die ihr Haus verkaufen wollen und ihre Rente in dem Wagen verbringen wollen. Geil. Also da habe ich mittlerweile, glaube ich, 20 Anfragen oder so. Das ist ja auch geil. Also ich kann mir das sau gut vorstellen. Ich meine, ich wohne ja eh in einem Wagen. Ja. Und ich könnte mir also sau gut vorstellen, hier drin zu wohnen. Das Klima ist echt der Knaller. Also das ist jetzt der kleine, sage ich mal, der kleine Wagen, 10 mal 3 Meter. Den ganzen gibt es ja auch 10 mal 4 Meter oder 12 mal 4 Meter. Krass. Ne? Also 4 Meter breit ist natürlich, ne? Richtig abgefahren. Ja. Und dann als i-Tüpfelchen gibt es dann noch einen ausfahrbaren Erker. Okay. Also dann fahren wir hier eine halbe Seitenwand raus. Was für Herausforderungen hat man da? Ja, gerade rund in rund.
Das bedeutet eben die runde Wand mit den runden Fenstern. Die Konstruktion war ein bisschen, also ich sag mal so, wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile 7 verschiedene Bauplanarten. Okay, also das ist eine ständige Entwicklung auch. Ja, ja, klar. Jetzt mittlerweile eben auch eine Unbedenklichkeit vom Statiker dabei. Das Ganze muss ja auch abgenommen werden, ne? Wenn du quasi für Kinderkauten... Muss nicht. Nee? Darf. Darf. Ja. Aber jetzt gerade da hinten sind ja auch hier eine Brandschutzwände und genau. Pipapo. Das sind eben, das ist das völlig irre. In Deutschland, wir haben für alles fette Vorschriften, für Waldkindergarten nicht. Bau eigentlich das so, VSG-Sicherheitsglas, Brandschutzumsetzung für Wohnraum. Das ist jetzt vor kurzem, vor einer Woche habe ich die Mail gekriegt eben vom Kaminfeger, wie wird eine Brandschutzwand aufgebaut, wie muss der Ofen sein, was muss die Werte sein. Habe ich jetzt alles von dem eine Stellungnahme schriftlich bekommen. Ich habe die Unbedenklichkeitserklärung vom Statiker. Das sind eben Sachen, die ich im Vorfeld für die Kunden von mir erledige. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, gute Frage. Also ich habe den Kindergarten von meiner Tochter umgebaut, also neu gemacht. Also das war noch ein Bauwagen damals, genau, gell? Den gebaut. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen für Waldkindergärten, dass es einfach auch ein bisschen schöner wird. Weil so eine eckige Kiste irgendwie im Wald stehen, sieht halt nicht so locker aus, irgendwie nicht so schön aus. Also ob das auch besser quasi in die Natur irgendwie genau reinpasst. Es ist halt einfach auch ein schönes Bild, wenn der irgendwo auf einer fetten Wiese steht. Ich meine, das ist ja eh, da hast du ja eh ein Faible für. Ich meine, ich werde ja auch noch hier eine Verlinkung machen zu deiner Homepage. Ich meine, du hast ja auch Kunst, du hast ja auch wirklich so Naturkunst, oder wie nennst du das selber? Ich meine, aus Halbedelsteinen, Edelsteine, ja. Hölzer. Ich mache eigentlich funktionelle Möbelkunst. Okay, also wirklich sehr geile Sachen. Ich werde einen Link noch stellen, müsst ihr euch angucken, dreht da durch. Wirklich wunderschöne Dinge. Man fühlt sich hier dann auch sofort wohl, extrem gemütlich. Ja, so eben, man bekommt auch leicht gebückt in die Öffnung, also in den Eingang, muss man sich leicht bücken und man hat dann das Gefühl so, boah, ist das eine Höhle? Und wenn man dann hier drin ist, das Erste was ist, boah, ich fühle mich hier super wohl. Genau, ultra gemütlich. Das macht aber die runde Form, also man fühlt sich irgendwie gleich geborgen. Es gibt kaum einen rechten Winkel irgendwo, ne? Genau. Ja. Und eben, das ist auch für die Kids so. Die Kids, die flippen völlig aus. Also jeder, der das Bild gesehen hat, hat gesagt, was, du willst bauen, bist ja krass und so. Das willst du nicht hinkriegen, aber im Endeffekt. Ja, geil. Genau, geil. Sag ich also auch rein, das ist halt ein wahnsinns Arbeitsaufwand, sowas rund, das ist ja wie ein Schiff bauen im Prinzip. Ne? Genau. Sehr geil. Wie ist die Auftragslage? Super. Also, und kannst du sagen, das ist so ein Traum, der wahr geworden ist für dich auch? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, weil eben, ich habe irgendwann entschieden, halt irgendwie nicht mehr das zu tun, oder halt nur noch das zu tun, worauf ich wirklich Lust habe. Und wenn ich meine Bauwagen bauen kann und mich so kreativ hier austoben kann, dann muss ich sagen, das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt. Ja. Und wenn sie damit so mein Leben finanzieren, ist top. Hast du noch so einen abschließenden Tipp? Weil ich mache in meinem Blog, geht es ein bisschen auch darum, irgendwie Leute zu inspirieren, eben vielleicht auch ihren Traum zu leben und Dinge, eben wie gesagt, zu machen, was man liebt. Hast du irgendeinen Slogan für dich, ein Lebensmotto, was ja, du mit dir hast? Ich empfehle jedem einfach, seine Angst loszulassen. So. Weil die Hauptproblematik an dem ist eigentlich, dass wir von irgendwelchen Medien kontinuierlich mit Angstsuggestionen konfrontiert werden. Und 90% der Leute kriegen es nicht gebacken, weil sie irgendwie sich irgendwelche Ängste einreden lassen. Und ich sag mal so, wenn du das tust, was du liebst, dann kann es nicht schiefgehen. Also es gibt kein Scheitern mit dem, was du liebst. Also wenn du liebst zum Beispiel Haare schneiden. Ich krieg grad Gänsehaut. Ja, aber es ist so. Wenn Gänsehaut, du liebst geil. Haare schneiden, dann schneid Haare und das mit vollem Herzen. Ja. Und du wirst damit glücklich werden und dann kommt auch das Geld von alleine zu dir. Das ist geil. Die meisten haben die Orientierung verloren und rennen Geld hinterher und denken schnell viel Geld. Wie kriege ich das umgesetzt? Anstatt sich mal selber zu fragen, was bringt mein Herz zum Singen? So. Und das zu tun, was dein Herz zum Singen bringt, und dann kann nichts mehr schiefgehen. Geil, hey. Ich habe gerade Gänsehaut. Super geil, vielen Dank, Michael. Ja. Das war ein toller Abschluss. Perfekt, vielen Dank und wünsche dir viel Erfolg. Merci. Ich genau. Auch. Leute, mach's gut, danke. Ciao. Ciao.